So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Verstellung. Schumi hat mir sein Schmitz Cargobull Trailer Paket schon geschickt. Der ist für die 1,50 und für die 1,49. Wenn ihr euch den downloadet, das sind zwei Ordner in der Beschreibung. Also wenn ihr den runterladet, müsst ihr euch dann das entpacken, was ihr halt braucht. Zwei Ordner und da ist dann die jeweilige SCS-Datei drin. So, wir gucken uns mal an, was ist Phase, wie sieht es aus, was kann man machen. Also wie ihr seht, schauen wir einfach mal durch. Wir haben Aluminiumrahmen, wir haben hier Metall. Oder ein Stahl. Stahl kommt jetzt natürlich nicht in Frage. Aus gewichtstechnischen Gründen ist es, glaube ich, klar. Dann haben wir hier drei Achsen. Eine davon ist gelüftet. Wir haben Schmitz Cargobull Trailer Skin. Sieht ganz cool aus. Ansonsten könnt ihr die Farben selber noch gestalten. Dann Template gibt es übrigens auch mit dabei im Ordner. So, dann kommen wir mal zu den Sachen hier vorne. Zum Beispiel sind Feuerlöscher, wie ihr sehen könnt hier. Auf der anderen Seite auch. Das geht jetzt aber in der 1.50 noch nicht. Warum? Weil Trobacco sein Science on the Truck Mod noch nicht geupdatet hat und da ist es nämlich mit dabei. Wer die 1.49 nutzt und das hat, der kann das dann machen. Ne? Also gleich schon mal vorweg. Genauso wie die Angel Murz Stickers. So, wir haben unten Palettenkasten oder dementsprechend hier ganz normal Kastengedöns hier, wenn ihr das wollt. Positionsleuchten, auch vielleicht ganz interessant. Als Haltstopp. Hier, warte mal. Da sind wir. Ich mache mal das Licht an. Vielleicht sieht man es ein bisschen sieht man es zumindest, dass ihr die Varianten seht. Hier 2, 3, 4. Ob jetzt die mitblinken, kann ich euch natürlich nicht sagen. Ich probiere mal die Variante hier. So, was haben wir da noch? Wegzuschleifen, Streifen hier. Einmal in Weiß und in Gelb. Je nachdem. Auch hier die Kotflügel dementsprechend auch angepasst dann. Da geht auch die Positionsleuchte hier schön mit. Da sieht man es ganz gut. Nehmen wir auch mit. Mit einem Ersatzreifen. Tschack. Nehmen wir mit, wenn wir vorne Palettenkasten haben. Und hier könnt ihr dann dementsprechend verschiedene Boxen noch hinbauen, wenn ihr wollt. Ne? So, hier gibt es noch einen Schmitz Cargobull. Nee, die hier wollen wir nicht wegmachen. Genau, die ist dann hier. Und auf der Seite. So, hier auch nochmal Science on the Truck. Hier haben wir lackiert. Das ist nochmal der Rahmen. Stahl, Aluminium. Was haben wir da nochmal? Das ist alles, wie gesagt, hier rot. Reflexionsstreifen. Das sind jetzt verschiedene Reflektoren. Die verändern sich im Prinzip nicht. Da ist halt nur verschiedene einfach, weil es halt verschiedene Hersteller gibt. Logisch. So, Rückleuchten gibt es Europoint 1, Europoint 2, nochmal 2 und also 1 und 2, halt zwei verschiedene Varianten, müsst ihr euch dann eins hier raussuchen. Wir haben hier nochmal Schmutzfänger, die nehmen wir mit, genauso wie hier vorne. Bevor ich aber die zeige, haben wir hier noch eine andere Variante. Na, guck mal hier, die geht natürlich auch hier, die könnt ihr dann auch so nutzen, die Rückleuchten, ne? Logisch. Sehen halt dann so aus, je nachdem, worauf ihr Bock habt. Genau, gibt es ja noch Positionsleuchten, sieht halt dann so aus. Ich gehe jetzt aber zurück auf der Standard. Gibt es eine kleine, eine große, hier auch nochmal Rücklicht und so. Alles mit an Bord hier. Ne? Kann man da machen, wie man will. Das ist jedem überlassen hier. Ne? Aber nur, dass ihr mal gesehen habt, dass das funktioniert. Wenn ich jetzt hier nochmal zurückgehe, gibt es hier in dem Fall noch die Rubbers. Also der Anschlag, Gummianschlag für die Rampen dann, dass du nicht kaputt machst. Hier gibt es noch die Kennzeichenhalterung. Und hier sind der Schmitz. Hier sind wir. Dann haben wir hier nochmal den Schmutzlappen. Genau, und dann Rest sind wir dann soweit schon mal durch hier. Also, wenn ihr das mal gesehen habt, und Positionsleuchten gibt es drei verschiedene Superpoints, Superpoint 2 und die FG20 Lampen. So, so sieht es aus im Spechthaus. Nehmen wir mal so mit, bestätigen das Ganze. Kaufen wir. Chuck. Ich habe es vorher gerade schon angeschaut. Deshalb nochmal ganz kurz hier beim SDS24er Trailer. Den habe ich schon fertig. Der sieht ja bei mir so aus. Auch hier im Prinzip komplett das gleiche, identische. Da gibt es nichts, außer dass du hinten halt hier in dem Fall, Moment, hier hinten die Möglichkeit noch hast, diese Reflexions-Decoils anzubauen. Und ansonsten ist ja alles identisch. Ne? Gibt es sonst hier nichts zu sagen. Was noch interessiert, wäre vielleicht der SPR24 Ausführung ändern. Schauen wir da nochmal ganz kurz drüber. Gibt es auch Aluminium, Metall und Stahl. Auch drei Achsen. Farbe ist wurscht in dem Fall. Vorne auch nochmal, das Science on your Truck, wie du gesagt, geht noch nicht, müssen wir uns noch gedulden, ansonsten Ersatzrad oder wieder Palettenkasten, das ist alles identisch, ne? Da kannst du hier nichts anderes machen, das sieht halt einfach so aus, wie es dann aussieht. Ne? Skin, hier auch nochmal die Reflektoren, was haben wir hier nochmal, vielleicht gibt es hier nochmal so eine Möglichkeit, ach, das ist passiert, das hier, Lackierung nochmal, Long, das hier, genau, aber da sind jetzt hier auch keine Rundumleuchten dabei oder irgendwas, dass ihr sagt, ja, okay, cool, kann ich das separat anbauen, ihr Bett. Nicht, meine Damen und Herren. Genau. Und hier drin kann man auch nichts ändern. Hier ist auch kein Slot drin, dass man irgendwo sagt, ah, okay, cool, kann ich hier irgendwie noch was hinbauen oder so. Es ist, wie es ist. Aber für die 1,50 schon mal nicht schlecht. So, da ist jetzt der Schmitz Cargobull. Ich finde die Schmutzlappen eigentlich ganz cool. Die scheinen ziemlich neu zu sein vom Design her.
Finde ich echt ganz cool hier mit dieser weißen Umrandung. Cool aus, gefällt mir. Ja, ansonsten, ich fahre jetzt mal jetzt kurz um die Kurve, weil so wie es aussieht, tut die Plane auch nicht so stark reflektieren, so wie ich es manchmal befürchte. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Es gibt auch, wie schon gesagt, ein Template dazu, wo man dann dementsprechend den Trailer-Skin hier abändern kann. Wir haben ja auch Trailerkabel, das ist, glaube ich, klar. Das sollte jetzt Standard sein. Ich glaube, da gibt es nichts mehr, wo man sagt, oh, das funktioniert nicht. Das muss schon funzen, meines Erachtens oder meines Wissens. Ne? Also da gibt es eigentlich nichts. Machen wir kurz einen Lichttest, dass wir uns kurz die Lampen anschauen können. 23 Uhr, check. Jetzt wird es dunkel. So, dann machen wir noch das Licht an hier. Dann könnt ihr jetzt quasi die Positionsleuchten sehen, vorne, hier an der Seite. Ne? Dann sieht man hier schon mal Lampe. Ich mache mal Rückwärtsgang. Okay, Bremse, Blinker. Mehr ist auch nicht. Und Positionsleuchten an der Seite leuchten nicht mit. Das ist, hat man bei neueren Auflieger, dass die Positionsleuchten an der Seite mitleuchten. Das ist jetzt hier in dem Fall nicht der Fall. Aber nichtsdestotrotz schaut es ganz gut aus. Frachtmarkt, gerade was Plane betrifft, jetzt hier das andere ist ja Tautliner. Da fährst du Altkunststoff und Verpackungen, hast dich gesehen. Reis, Nylonschnur, Kunststoff und leere Weinfässer. Also alles, was man mit der Plane fahren kann. Ne? Also keine Kühlfrachten oder so. Das wäre jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei, wenn man hier irgendwie, weiß ich nicht, Fleisch oder so fährt, aber das ist jetzt hier nicht der Fall. Also Definition passt auch für die 1,50. So, meine Damen und Herren, mehr gibt es hier nicht zu hinzufügen und ich habe auch nichts mehr dazu zu sagen, außer ihr habt irgendwelche Fragen dazu, dann dürft ihr es natürlich gerne kommentieren. Ich finde dieses Paket gar nicht so schlecht. Das ist jetzt immerhin schon mal der erste Trailer-Mod für die 1,50 und läuft wirklich gut. Aus dem Tobacco geht halt noch ab, dann könnte man noch ein paar andere Sachen anbauen, aber es geht halt noch nicht. Ne? Gut, dann wisst ihr Bescheid. Falls noch Fragen sind, gerne kommentieren. Ansonsten wie immer, so jetzt, Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit diesem Schmitz Cargo Bull Trailer Paket. In diesem Sinne, mit der freien Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.